Ja, hallo liebe Friedensfreunde, ich spreche heute zu euch über Stimme und Gegenstimme, den Handexpress vom Volk für das Volk. Habt ihr vielleicht schon vor einigen Friedensmahnwachen gehört? Da hat Peter darüber gesprochen. Und das ist ist ein internationales, unabhängiges, alternatives Mediennetzwerk. Es gibt schon in, ich glaube, 12 Sprachen und in vielen Ländern Hintergrundinformationen, die man so nicht in unseren Medien hört und die sehr aufrüttelnd oft sind. Stimme und Gegenstimme, der Handexpress erhebt keinen Anspruch auf Wahrheit, sondern jeder Mensch soll in seinem Herzen spüren, wo die Wahrheit steckt. Man kann nicht alles überprüfen, man kann nicht überall in das und dieses Land fahren und schauen, ob es wirklich so ist, sondern man muss dann in sein Herz hören, ob es rauf geht oder runter geht bei dem Gehörten. Und ja, und was Steve vorhin schon gesagt hat, die Informationen weitergeben, verbreiten, so viel wie geht, das ist der meiner Meinung nach einzige Weg, um so viele Menschen zu erreichen, weil gemeinsam sind wir stark. Und wenn bestimmt viele Menschen dann erreicht sind und diese anderen Nachrichten hören, dann können wir gemeinsam etwas bewegen. Wenn ihr Interesse habt an dem Handexpress, der sehr, sehr zusammengefasst, auf den Punkt gebrachte Kurzinformationen enthält, könnt ihr da bei der Lore, da bist du, und bei der Hedwig, da könnt ihr Stimme und Gegenstimme erhalten, mal durchlesen, schauen, ob das für euch etwas ist. Und wenn ihr das in Zukunft erhalten wollt, könnt ihr euch bei der Hedwig auch eintragen, dann werdet ihr von den vielen Menschen, die schon dabei sind, kontaktiert und in das Netzwerk könnt ihr dann eingebunden werden. Gut, danke. Ja? Entschuldige, ich möchte noch etwas sagen. Ich suche dringend eine Monika, die sich das letzte Mal gemeldet hat und für mich leider verschollen ist, obwohl ich weiß, dass sie da war. Bitte, liebe Monika, rühr dich, bitte. Danke. Danke. Also Monika, bitte. Komm zurück. Dankeschön.